Ein Traum für viele Biker. Auf dem Motorrad um die engsten Kurven heizen. Und davon hat dieser Kurs genug. Doch weil das Kurvenfahren auf dem Motorrad eben nicht nur den meisten Spaß bringt, sondern auch das größte Unfallpotenzial, haben sie sich hier versammelt. Hier, das bedeutet in dem Fall die Kartrennbahn im tschechischen Cheb. Und sie, das sind die Kunden von Motorrad Dippold und der Huck Coburg, die hier ihre Sinne für sichere Kurvenfahren trainieren wollen. Das liest man bei uns auch speziell natürlich mit der fränkischen Schweiz hier so im Rücken immer wieder, dass es halt auch zu schweren Unfällen kommt. Und oft ist es zwar auch eine, weil es eben auch Zusammenstöße mit Autos gibt natürlich, da ist man als Motorradfahrer ja immer ziemlich im Nachteil, aber auch an fehlendem Fahrkönnen, weil man halt einfach Dinge nicht beherrscht. Und Motorradfahren hat halt eben auch wirklich viel mit Fahrkönnen zu tun. Und dieses Können soll den Teilnehmern hier in 8 Gruppen jeweils mit einem erfahrenen Instructor an der Seite beigebracht werden. Nach dem technischen Check der Maschinen geht es zum Briefing. Dort werden die Fahrer je nach Können in Racer, Fortgeschrittene und Anfängergruppen unterteilt. Und nach dem ersten kurzen Plausch mit den Instruktoren, allesamt erfahrene Renn- und Motorradfahrer, geht es auch schon los. Je 15 Minuten dauert ein Durchgang pro Gruppe, dann ist eine Stunde Pause. Das reicht, denn die kurvenreiche Strecke ist zwar für den heutigen Zweck ideal, strengt die Fahrer aber auch entsprechend an. Auf der Geraden am Motorrad mit 300 Sachen zu fahren, ist einfach, das kann jeder. Ne? Gerade Gas geben, ist einfach. Aber Kurven zu fahren, wirklich Kurve richtig zu fahren, Ideallinie zu fahren auf der Kurve, Kurve richtig anzubremsen, das finde ich der Meinung, sollte man den Kunden lernen und der Kunde akzeptiert es auch. Und ich habe viele Kunden dabei, die jahrelang mit uns mitgegangen sind, die viel daraus gelernt haben und die auch bei der Sonntagstour, wenn wir am Sonntag durch die Fränkische Schweiz fahren oder durch den Spessart fahren, die unheimlich viel dabei gelernt haben bei dieser Kurventraining. Bereits zum 6. Mal lernen die Biker alles übers Anbremsen, Kurvenfahren und Beschleunigen. Und das nicht nur in der Praxis. Selbst beim gemeinsamen Mittagessen in der Kart-Arena-Gaststätte sind Einlenkpunkt und Kurvenlage Thema Nummer 1. Und natürlich sprechen auch die Instruktoren direkt nach dem Turn auf der Rennstrecke die Übungseinheiten in der Gruppe noch einmal durch, damit jeder Teilnehmer etwas für sich und den Umgang mit dem Bike mitnimmt. Dann fahren die wieder zusammen raus, setzen sich gemeinsam hin und dann wird einfach auch mal besprochen, was einfach geübt, was geklappt hat, was nicht geklappt hat. Und dann so über den Tag wird man dann auch merken, dass man dann immer besser zurechtkommt und auch immer schneller fahren kann eigentlich. Aber auch das natürlich immer mit der nötigen Vorsicht. Denn in der Gruppe lässt sich der sichere Umgang mit den Maschinen nicht nur leichter lernen, genügend Spaß kommt auch noch dazu. Richtig, auf jeden Fall wesentlich mehr Spaßfaktor und auf jeden Fall viel, viel sinnvoller, wie wenn man am Sonntag den Bürgerer Berg rauf und runter fährt und auf die Gegenfahrbahn ein Auto neu fährt. Die Gefahr zumindest, dass einen der Teilnehmer dieses Schicksal ereilt, ist nach dem Tag im tschechischen Cheb deutlich geringer geworden.